Und herzlich willkommen zu einem kurzen Ark-Tutorial. Wenn in Ark mal wieder die Kriegstrommeln sprechen, dann braucht ihr natürlich auch die entsprechenden Warbanner dazu. Oder vielleicht wollt ihr euch auch einfach nur in eurem gemütlichen Ark-Wohnzimmer ein paar schöne Bilder aufhängen. Und wie ihr diese Bilder hier auf die Fahnen, die Canvasse, die Warmaps und so weiter drauf bekommt, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, nachdem ich in letzter Zeit ganz oft gefragt wurde, wie man denn so eigene Bilder, Designs und so weiter in Ark reinbekommt, schauen wir uns das heute mal an. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel so ein paar ganz einfache Online-Tools, wo ihr das machen könnt. Da könnt ihr zum Beispiel hier auf diesem Ark Survival Net Image-to-Board Sign-PND-Converter die Datei auswählen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach mal hier zum Beispiel dieses coole Emoji hier. Öffnen das und dann können wir hier auswählen, wo das drauf soll. Entweder auf das Sign, auf das Metal Sign, das Billboard ist das große Holz-Billboard quasi. Das Metalboard ist das große Metallboard. Dann gibt es die Flagge, die Single Flag. Also die Flagge ist ja unterteilt in, glaube ich, 6 Unterflaggen. Die Single Flag ist die eine große Flagge. Dann gibt es die Canvasse, das sind diese quadratischen Bilderrahmen quasi. Und dann gibt es auch noch die Warmap, die ist hier gar nicht mit drin. Direct, bin ich mir gar nicht sicher, was das ist. Dinosaurier sind hier jetzt auch nicht mit drin in dem Tool. Aber hier könnten wir jetzt zum Beispiel so ein Billboard nehmen und könnten das dann hier auf das Billboard draufpacken. Gehen wir mal auf Send, dann wird es hier so konvertiert. Und dann sehen wir schon, wie das dann ungefähr vielleicht aussieht. Der Hintergrund wird hier scheinbar automatisch schwarz gemacht. Man kann hier die Ratio, also die, das Größenverhältnis und so locken. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Man kann auch die Colors setzen. Genau, also das sind die Arc-Farben. Das sind alle Farben, die es in Arc gibt. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel auch einzelne Farben rausnehmen. Dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Apply. Und hier unten habt ihr dann die eigentliche Preview auf dem Billboard. Das heißt, immer wenn ihr irgendwas designt, egal wofür, müsst ihr euch immer erstmal das Größenverhältnis anschauen, dass das ungefähr passt. Das ist nämlich ganz schwierig dann hinzubekommen im Nachhinein. Das heißt, wenn ihr jetzt hier das Größenverhältnis beibehalten wollt, dann schaut euch hier das Verhältnis an und macht dann irgendwie rechts und links schwarz noch dazu und ladet das dann nochmal hoch und dann habt ihr auch das Richtige. Und dann ist das Bild nicht gestreckt. Das ist halt wichtig, wenn ihr jetzt auf das Billboard geht. Für das Canvas wird es zum Beispiel ganz gut passen, weil das Canvas ist quadratisch. Das heißt, gehen wir glaube ich nochmal auf Send. So. Das heißt, da sollte das ganz gut passen. Generate Preview, genau, da passt das Verhältnis ganz gut, weil die Canvases sowieso quadratisch sind und dementsprechend muss man da so einiges an Vorarbeit leisten. Und dann seht ihr hier, dass da irgendwie mit den Farben was nicht passt, da ist so irgendwie weiß mit drin und so ein Zeug, was nicht gut aussieht. Das kann man dann auch noch mit den über die Farben eben korrigieren. Also diese Farben, die ihr auswählt, das sind die Arc-Farben. Alle Farben, die ihr hier abwählt, die müsst ihr dann auch nicht im Inventar haben, die braucht ihr dann nicht für das Malen später. Deswegen ist es da eigentlich ganz günstig, so wenige Farben wie möglich zu nehmen, um das eben zu vereinfachen, das dann auf die entsprechenden Canvases dann auch drauf zu malen. Sonst braucht ihr halt sehr viele Ressourcen dafür und es dauert ein bisschen länger. Das Ganze hier ist einfach nur deswegen notwendig, weil Ark keine normalen Bilddateien akzeptiert, sondern ihr müsst hier so eine, ich glaube, PNT oder sowas in der Art erstellen. Die könnt ihr euch dann hier downloaden und genau, das ist diese Ark Survival Net Sign PNT. Die ist, glaube ich, schon richtig benannt. Das heißt, hier ist es ein bisschen einfacher, als wenn ihr andere Tools verwendet. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die zeige ich euch auch ganz kurz. Und zwar könnt ihr euch zum Beispiel hier bei arcpaint.com Guides, könnt ihr euch anschauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Da gibt es mehrere Tools, die ihr euch downloaden könnt. Dann könnt ihr also das auch direkt auf dem Rechner machen. Und diese Tools bieten so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ihr seht das schon, da sind auch designte Dinosaurier mit coolen Paintings zu sehen. Also da gibt es so ein bisschen mehr, was man dann da machen kann. Und ich benutze eigentlich momentan den Ark Paint Converter. Das wäre dieser hier. Da ist dann auch der entsprechende Link, wo ihr euch den downloaden könnt. Es gibt dann auch noch diesen Ark PNT Creator oder sowas in der Art. Das ist, glaube ich, der hier. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einfach mal durchprobieren. Das, was ich euch jetzt noch gleich zeige, ist eben dieser Ark Paint Converter. Genau. Also hier habt ihr dann die Download-Möglichkeiten, so sieht er ungefähr aus. Hier könnt ihr euch den runterladen, da gibt es auch einige Infos dazu, wie das Ganze funktioniert. Und da ist auch nochmal ein ganz nettes Tutorial. Also das sind alles Links, die auf jeden Fall nützlich sind. Hier ist zum Beispiel der Ark PNT Editor noch verlinkt und da sind ganz nützliche Templates mit drin.
Das heißt, für jeden Dino, den ihr bemalen wollt, braucht ihr extra die entsprechenden Templates. Also jeder Dino hat so ein eigenes Template. Das hier dürfte irgendwie so ein Vogel sein. Ich weiß nicht, ist das ein Tapijara vielleicht? Steht das irgendwo dabei? Auf jeden Fall ist das einer der Vögel. Und diese Templates müsst ihr euch halt dann erstmal zusammensuchen. Und die könnt ihr dann entsprechend designen. Also das kommt dann eben oben auf den Vogel und unten an den Vogel dran. Und dann sieht er später ganz cool aus, wenn ihr die schön anmalt. Das ist so ein bisschen komplizierter mit den Tieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Seiten, wo ihr euch so fertige Designs runterladen könnt. Also hier kriegt ihr genau diese Dateien, da seht ihr das schon. Das ist halt so ein Argy mit Tigerstreifen. Und der ist halt einfach so designt, dass der dann richtig schön getigert aussieht. Und das könnt ihr eben genauso machen, auch mit anderen Designs, Leopardendesign oder so. Ihr braucht halt einfach nur diese Templates und dann könnt ihr daraus machen, was ihr wollt. Und da gibt es auch richtig coole Sachen zum Runterladen. Hier ist zum Beispiel so ein Ami-RG mit der amerikanischen Fahne. Das sieht ziemlich cool aus. Die Links verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das selber mal anschauen. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Download-Version von diesem BMP-Konverter an. So sieht der ARC-Converter aus, wenn ihr euch den runterladet. Da habt ihr hier die Echse, um den auszuführen und ein paar weitere nützliche Dateien, zum Beispiel auch Dino-Templates. Die werden nicht alle aktuell sein, so ein paar Dinos haben ja neue Designs bekommen, aber die meisten sollten noch passen. Hier könnt ihr so auswählen, wo ihr das drauf haben wollt. Da gibt es zum Beispiel auch die War-Map. Und dann könnt ihr hier wieder die Farben auswählen. Das ist auch ganz cool hier gemacht, da kann man dann auch direkt sofort sehen, was man verändert. Das heißt, wenn wir hier diese weiße Farbe rausnehmen oder was das ist, silbern, dann sparen wir einmal Farbe, die brauchen wir ja dann nicht. Und zum anderen ist es natürlich, sieht es besser aus, es macht auf jeden Fall Sinn. Das war zum Beispiel auch hier so ein Muster, was da nicht reingehört, habe ich auch mal die Farbe rausgenommen, so dass der schön blau ist, so wie sich das gehört. Also da gibt es auch noch einiges, was man machen kann, um das zu verbessern. Es gibt diesen Dither. Das bedeutet im Prinzip, wenn ihr da runter geht, dann wird die Qualität tendenziell so ein bisschen besser. Dafür braucht ihr aber auch mehr Farben. Das heißt, ich würde das einfach auf 1 lassen im Normalfall. Die Qualität ändert sich jetzt nicht nennenswert. Ihr könnt hier auch ein Multi-Canvas erstellen, zum Beispiel Canvas. Genau, also hier haben wir die Multi-Canvas. Ihr könnt ja mehrere Canvas nebeneinander setzen und so zum Beispiel dann ein großes Bild erstellen. Und das könnt ihr euch auch hier irgendwie so umrechnen lassen. Dass ihr 2x2, also 4 Canvas zusammensetzt und dann ein großes Bild quasi habt. Und der rechnet euch das dann theoretisch um. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, das habe ich noch nicht ausprobiert. Process Multi-Canvas. Dann müsste er uns ja theoretisch 4 Dateien ausspucken. Also bin ich mir nicht sicher, wie gut das funktioniert. Habe ich selber noch nicht probiert, also gibt es ganz viel zum Ausprobieren. Ihr habt ja auch die Resolutions drauf, aber die sind sowieso festgelegt, also da lässt sich gar nicht viel machen. Ihr könnt aber die Scale verändern. Aber ich glaube, auch das funktioniert nicht so wirklich. Nehmen wir mal die Flagge. Billboard. So, jetzt haben wir es wieder. Ich glaube, die Scales funktionieren auch nicht so wirklich gut. Also das macht man am besten alles im Bildbearbeitungsprogramm und sobald es dann fertig ist, packt man das hier rein, dann muss man solche Sachen nicht mehr verändern. Genauso wie dieses Log Aspect Ratio funktioniert, glaube ich, auch nicht. Aber was auf jeden Fall funktioniert, sind eben diese Farben und dieses Dither funktioniert. Und das sind im Prinzip auch so die wichtigsten Sachen. So, gehen wir wieder auf 1 hier, dass der keinen Blödsinn macht. Und dann wählen wir mal was anderes aus, zum Beispiel das hier. Und dann sehen wir auch, das ist komplett verzerrt. Wenn wir das aber auf den Canvas packen, dann ist es wieder quadratisch, dann geht es wieder perfekt auf. Und dann machen wir das jetzt einfach mal, probieren wir das mal aus. Wir speichern das Ganze. So, in Arc Flags. Dann gehen wir da eben in die Datei rein. Da sehen wir jetzt, wie das Ding aussieht. Das heißt jetzt Supporter Sign Painting Canvas C. Da muss man unbedingt darauf achten, dass der Name dann natürlich auch stimmt. Teilweise kommen die auch einfach nur als, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Easy hier verwende, für die Flaggen, dann kommt das als Easy.pnt wieder raus. Das heißt, ihr müsst es dann umbenennen, sodass die Datei von Arc verwendet werden kann. Und dafür gucken wir einfach in den entsprechenden ARC-Ordner mal rein. Da sind jetzt bei mir schon ziemlich viele so Designs mit drin. Das heißt, bei mir ist es relativ einfach. Kann sein, dass der Ordner bei euch noch nicht vorhanden ist. Das heißt, dann sucht ihr euch am besten irgendwie so ein paar Designs von irgendwelchen Pages aus. Probiert die mal aus und dann habt ihr auch die entsprechenden Namen hier drin stehen.
und wisst genau, wie die Sachen benannt sind, weil die Warm-Up heißt zum Beispiel Sine Warm-Up C oder ihr seht hier auch die meisten, dann habt ihr das sowieso schon. Wir haben hier dieses Painting Canvas, das heißt Sine Painting Canvas C, dann gibt es noch diverse weitere, also es gibt die Single Panel Flag, die heißt eben Flag SM Single C und das sind die Bezeichnungen, die wir unbedingt einhalten müssen. Das heißt, wenn wir wollen, dass das in Arc dann auch tatsächlich auf dem Canvas landet, gucken wir hier rein. Canvas heißt Sine Painting Canvas C. Hier drüben heißt es bei uns auch Sine Painting Canvas C. Das heißt, das Ganze sollte dann aufgehen und funktionieren. So. Ich weiß nicht, was das da mit den Zahlen auf sich hat. Machen wir einfach mal. Ach so. Machen wir mal 22, dann stimmt das wieder. Machen dann die 0 raus. Und so, dass der Name dann auch stimmt im Game. Und dann sollte das Ganze passen. Ihr müsst Arc nicht neu starten, damit das funktioniert. Also ihr könnt einfach nebenbei, wenn Arc sowieso läuft, wieder neue Designs erstellen und dann mit dem im laufenden Spiel die ganzen Designs auch direkt ausprobieren. Und das machen wir jetzt mal. Wir kopieren das jetzt hier rüber. Das landet in diesem Ordner. Ihr seht ja den Pfad. Das heißt, ihr findet es dann wieder. Ihr guckt einfach in Steam. Steam Apps kommen, Arc, Shooter Games, Saved. Und da gibt es einen My Paintings Ordner. Wenn es den nicht gibt, einfach erstellen, wie gesagt. Und dann könnt ihr euch da auch die Designs reinkopieren. Dann funktioniert das. Hoffe ich mal. Wir probieren das direkt mal aus. Da sind wir auch schon. So. Und dann pappen wir uns jetzt mal hier so ein Canvas an die Wand. Wir nehmen jetzt mal so ein Big Painting Canvas aus der Mod. Das heißt, da braucht ihr die Mod dafür, wenn ihr so einen großen wollt. Die normalen sind ein bisschen kleiner. Bam, bam. Da sitzt das Ding, dann schnappen wir uns so einen Pinsel. Da ist unser Pinsel. Und dann malen wir das an. So, per Linksklick. Und dann können wir uns hier solche Paintings laden. Save Paintings gibt es nicht. Das ist ein Problem. Das heißt, die Mod ist zwar wunderbar, aber wir können leider nichts da drauf malen, weil das mit der Mod nicht funktioniert. Das heißt, wir nehmen jetzt doch einen normalen Canvas. Da habe ich zum Glück auch einen dabei. Die heißen einfach Painting Canvas und die sind halt deutlich kleiner. Das ist ein bisschen traurig, aber die Mod bringt in dem Fall dann halt nichts. Weil wenn wir da nicht das draufmalen können, was wir wollen, was sollen wir da mit den großen Canvas hin? Ja, das macht ja dann keinen Sinn. Aber das funktioniert eben so, dass ihr hier dann alle drin habt. Da seht ihr, ich habe da schon einiges mit drin. Und irgendwo, Moment, so das. Bleibt mal hier. Irgendwo da drin haben wir jetzt auch das neue Design. Das heißt, ihr Supporter 2022 und dann brauchen wir die ganzen Farben. Hier sehen wir genau, was wir brauchen. Wir haben... Oh, das ist aber schwierig hier. Magst du mal stillhalten, Manfred? Das wäre echt nett von dir. So. Wir haben keine Farben abgewählt. Das heißt, alle Farben werden gebraucht. Ja, wir haben alle Farben verwendet. Teilweise nur ganz wenig. Also von Orange und Forest haben wir fast nichts gebraucht, aber doch so ein bisschen was, weil wir haben sie nicht abgewählt. Und von Schwarz zum Beispiel brauchen wir dann 4,6 so schwarze Farben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Load Painting und dann legt er los. Also es ist quasi zweimal das gleiche Symbol hier. Einmal sucht ihr euch das hier raus und wenn ihr das gefunden habt und ausgewählt habt, dann klickt ihr nochmal auf diesen Pinsel und dann fängt er an. Und das dauert halt jetzt. Der macht hier eine so schwarze Farbe nach der anderen, bis er die 5 durch hat. Dann fängt er mit der nächsten Farbe an, mit der nächsten und so weiter und so fort. Und je mehr ihr von so einer Farbe braucht, desto länger dauert das halt. So, jetzt macht er die ganzen anderen. Und dann sollten wir hier gleich unser Design an der Wand haben. Bam! Da ist es auch schon. Und da müsst ihr halt einfach so ein bisschen gucken, wie das dann aussieht. Kann sein, dass es beim ersten Mal nicht ganz hinhaut. Aber nach ein bisschen Probieren hat man das dann ganz gut raus. So sieht das Ganze jetzt aus. Also auf den Canvasen, die sind relativ einfach zu machen. Die ganzen anderen, die Fahnen, Billboards und so weiter, die haben halt komische Bildverhältnisse. Also Aspect Ratios, Größenverhältnisse, wie auch immer man sagt. Das heißt, viele Sachen sind dann da irgendwie gestreckt, wenn es nicht richtig hinhaut. Oder ihr seht schon, die Ecken von dem Logo sind nicht richtig mit drauf, die sind dann abgeschnitten. Das heißt, am besten dann außenrum, wie gesagt, so einen kleinen Rand lassen, damit das eigentliche Design dann auch da auf der Fahne landet und nicht irgendwie an den Ecken abgeschnitten wird. Okidoki. Ja, dann wisst ihr jetzt im Prinzip, wie das Ganze funktioniert. So funktioniert es auch mit den Dinos.
bei den Dinos einfach entsprechend die Templates runtersuchen, dann so ein Design entwerfen und dann so wie gesehen das Design hier umwandeln in so eine PNT-Datei und dann hochladen. Dann könnt ihr eure Dinos anmalen. Dann wählt ihr einfach den Dino entsprechend aus und geht hier auf Runterladen. Ich habe jetzt keine Mammut-Designs, deswegen geht es in dem Fall nicht. Aber wenn ich jetzt ein Mammut-Design hätte, hätten wir den jetzt entsprechend anmalen können, den Manfred. Ich versuche jetzt rauszufinden, wie diese Modded Canvas benannt sind. Die großen, die wir gerade ausprobiert haben. Und sobald ich da den entsprechenden Namen dazu habe, kann ich dann auch die PNTs umschreiben, so dass die dann in der Auswahl erscheinen und ich dann auch die großen Painting Canvas anmalen kann. Und so muss man das halt für alle einzelnen Items dann extra machen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Ja, soweit so gut. Jetzt wisst ihr, wie ihr hier eure Bilder in Arc importieren könnt. Super coole Funktion, wie ich finde. Was ihr jedes Open World haben sollte, definitiv. Und was echt viel Spaß macht, um hier die eigene Basis auch so ein bisschen zu customizen, so dass sie nicht aussieht wie jede andere Basis auch. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich, hat wieder so ein bisschen länger gedauert als geplant, aber dafür wisst ihr jetzt ganz genau, wie es funktioniert. Wenn ich euch helfen konnte, lasst doch ein Like da, damit andere Suchende das Video leichter finden können. Von mir war es das erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.